Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Osman Örs. Ich bin theologischer Referent und Imam bei der Stiftung House of One. Kollege von Imam Qadi Essanji, den Sie sicherlich kennen, der auch die Lesezeichenreihe macht. Ich bin heute als eingesprungen, weil er leider erkrankt ist. Und genau, wir wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung. Und Herr Nachama ist auch verhindert. Konnte leider nicht kommen, also von jüdischer Seite. Insofern sind wir heute christlich-muslimisch besetzt. Genau. Noch etwas kurz zu unserem Ort. Wir befinden uns hier beim Forum Dialog. Das Forum Dialog ist der muslimische Partner des House of One. Und es ist ein von Musliminnen getragener Verein. Setzen Sie sich ruhig. Das Forum Dialog hat verschiedenste Plattformen und AGs von Gesellschaft und Politik bis hin zu interreligiösen Dialog und veranstaltet verschiedenste Veranstaltungen im Rahmen dieser jeweiligen AGs. Das Forum Dialog ist auch seit letztem Jahr einer der Projektträger der Muslimischen Kulturwoche. Vielleicht haben Sie davon schon mitbekommen. Es war letztes Jahr eine sehr schöne Veranstaltung über ganz Berlin. Und dieses Jahr wird das Forum Dialog die Muslimische Kulturwoche, die vom Senat mitgetragen wird, auch wieder organisieren. Genau. Und so viel erstmal zu unserem Ort. Das würde, denke ich, reichen. Und insofern hatten wir schon in der Reihe Lesezeichen das letzte Mal das Thema das Wesen des Judentums. Richtig? Mhm. Und heute sprechen wir mit Pfarrer Gregor Hoberg über das Thema oder über das Wesen des Christentums. Mhm. In Bezug auf den Adolf oder dem Werk von Adolf von Harnack. Mhm. Genau. Insofern hast du gerne das Wort. Also danke, dass du angesprochen bist, Osman. Gerne. Und wir dadurch eine muslimische Stimme dabei haben. Wir haben ja beim Lesezeichen uns sehr bewusst für dieses Thema entschieden. Wesen des Judentums, Wesen des Christentums. Und es wird auch noch ein muslimisches Buch geben, wo es um das Wesentliche des muslimisch-islamischen Glaubens geht. Das ist dann im nächsten Monat dran, zusammen mit einem kleinen Fastenbrechen im Ramadan. Und wir haben gedacht, es passt ganz gut zu dem House of One, dieses Thema, weil das House of One lebt ja davon die Idee, die Grundidee. Hier sieht man es, hier ist das Gebäude von außen zu sehen. Da kann man noch nicht erkennen, was innen drin sozusagen die Methodik ist. Die Methodik im Haus ist, dass es getrennte Sakralräume gibt, also eine Kirche, eine Synagoge, eine Moschee. Und dass das Wesentliche der jeweiligen Religion in diesen getrennten Sakralräumen gelebt werden soll. Also die Glaubensfülle, die Glaubenstradition soll da zu Hause sein, in den getrennten Sakralräumen und in der Mitte, das Ganze verbindet, ist ein großer Raum, der größte Raum, der Raum der Begegnung. Dort trifft man sich und kommt in den Austausch, lernt die andere Religion kennen. Also insofern ist die Frage, was ist eigentlich für die Protagonisten am House of One, aber dann nachher auch an Sie, was ist eigentlich das Wesentliche, der Kern, die innere Identität der jeweiligen Religion? Da gibt es sicher, wenn man 1000 Menschen fragt, 1000 Antworten, aber es gibt eben auch Überschneidungen und Punkte, wo es sich fokussiert und konzentriert. Und um da ein Gesprächsangebot zu machen, haben wir gesagt, okay, es gibt ja Bücher, die sich damit behandeln, die davon handeln, die das Gespräch eröffnen. Und wir machen es in der Regel so, dass wir mit der ältesten Religion beginnen und dann, also historisch, um da gar keine Hierarchien reinzubringen. Und darum haben wir beim letzten Mal über das Buch gesprochen, Das Wesen des Judentums von Leo Beck. Das Buch von Leo Beck ist allerdings in diesem Fall eine Antwort auf das Buch, über das wir heute reden. Das Buch von Adolf von Harnack, 1899, 1900, ist es veröffentlicht worden, war erster, und das Buch von Leo Beck war eine Reaktion darauf. Darum war es beim letzten Mal auch schon immer mal Thema. Ich werde heute noch mal eine kleine Einführung geben und dann noch einiges daraus vorlesen, weil neben dem Inhalt ist wirklich das Besondere dieses Buches der Sound, in dem es geschrieben ist. Es ist ein ganz eigener,
eigene Sprache, die auch heute noch faszinieren kann. Es ist entstanden aus einer Vorlesung und es ist diese Vorlesung von Adolf von Harnack, die er gehalten hat an der Humboldt-Universität vor Studierenden aller Fakultäten. Also es war ein offenes Angebot, nicht nur für Theologiestudierende. Und es war jedes Mal voll der Hörsaal. Harnack hatte einen Namen, er war berühmt in der Wissenschaftslandschaft von Berlin und war auch schon viele Jahre in Berlin tätig als Theologieprofessor für Kirchengeschichte oder Geschichte. Und er wollte sozusagen ein Fazit dessen ziehen, was für ihn das Wichtigste am Christentum ist, in einer populär wissenschaftlich angelegten Vorlesungsreihe. Und ein Studierender hat es stenografiert und mitgeschrieben und ihm dann vorgelegt. Und so ist das Buch entstanden und hat auch noch diesen Sprachduktus einer Vorlesung mehr als eines wissenschaftlichen Methodenwerkes. Vielleicht liest es sich auch darum heute noch ganz gut. Diese Vorlesung und dieses Buch dazu sind dann sehr bekannt geworden, sind eingeschlagen, sind weit rezipiert und übersetzt worden. Es gab viele, viele Reaktionen, abwehrende, aber auch zustimmende. Es ist in viele Sprachen übersetzt worden und immer wieder auch war es Thema an den theologischen Fakultäten. Es gab viel Zuspruch, weil der Grundansatz war ja von Harnack in einer Zeit, in der die christliche Religion und überhaupt Religion, aber in dem Fall in Berlin insbesondere die christliche, mehr oder weniger stark unter Rechtfertigungsdruck kam, weil nämlich es gab so einen Wissenschaftspositivismus. Alles musste naturwissenschaftlich fundiert sein und hergeleitet sein. Und man betrachtete auch die Schriften der Bibel historisch kritisch. Und in diesem Zusammenhang geriet sozusagen Theologie, aber auch die Religion unter Druck. Und Harnack wollte sagen, den Kernbestand dessen sichern für die modernen Menschen, für die Menschen seiner Zeit. Und also das war sozusagen sein Kernanliegen. Es ist dann später ein bisschen in Vergessenheit geraten, insbesondere dann auch durch die Wort-Gottes-Theologie eines Karl Barth. Es ist ein bisschen an den Rand gedrängt worden, aber es erlebte nochmal ein Revival nach dem Zweiten Weltkrieg, weil Rudolf Bultmann hat es nochmal neu rausgegeben, obwohl er eigentlich einer ganz anderen Richtung entstammte und mit einem Vorwort versehen und es nochmal sozusagen den Theologiestudierenden ans Herz gelegt. Und dann gab es nochmal eine größere Auseinandersetzung damit. Und über die Jahre immer wieder gab es Neuauflagen. Ich habe auch zum 100-jährigen Jubiläum gab es auch eine Vorlesungsreihe, die habe ich hier nochmal mitgebracht, verschiedene Vorträge, die darauf reagieren und das versuchen nochmal zu deuten, was es für unsere Zeit bedeutet, dieses Werk. Auch interessant, das heißt, das ist christlich, Nachdenken über das Wesen des Christentums. Zu Harnack selbst nochmal, Harnack war also Historiker mit Leib und Seele und ein Historiker, der zwar auch Theologe war, aber sehr davon überzeugt war, dass das, was seine Arbeit hochwissenschaftlich ist, das hat er auch immer wieder herausgestrichen und er hat sich auch sehr über die Grenzen seines Fachs hinweg für die Wissenschaftslandschaft in Berlin und Brandenburg eingesetzt. Er war an der Akademie der Wissenschaften, auch deren Präsident, und hat dafür gesorgt, dass sie frei bleibt von Einflüssen, von politischen, hat sich da immer wieder kämpferisch da stark gemacht. Er war auch ein gefragter Gutachter, wenn es Auseinandersetzungen gab um Fragen der Lehre und des Glaubens innerhalb der Kirche. Da hat er auch eine gewisse Berühmtheit erlangt. In der Zeit gab es mehrfach, bevor er seine Vorlesung gehalten hat, aber auch danach nochmal mehrfach Auseinandersetzungen darum, dass einzelne Pfarrer das Glaubensbekenntnis, wie es heute noch in den Kirchen gesprochen wird, nicht mehr benutzen wollten, insbesondere nicht bei der Taufe von neuen Christenmenschen. Und da gab es Auseinandersetzungen darum, die entsprechenden Pfarrer sind entlassen worden, dann gab es aber Rechtsstreit und Gutachten und Harnack war ein Gutachter und hat die verteidigt. Das ist der sogenannte Apostolikumstreit, weil er stand auf dem Standpunkt, dass da, was
da gesagt wird und in dem Glaubensbekenntnis, was da zusammengefasst ist, dass das nochmal gegen die Schriften gehalten werden müsste, gegen das Evangelium und dass man, wenn man das macht, zu ganz anderen Kernaussagen kommen würde. Dieser Streit hat sich dann später nochmal wiederholt, da hat Harnack nochmal in gleicher Weise votiert. Er hatte einen gewissen Ruf, den er sich vorher schon erworben hatte in Marburg und als er dann den Ruf nach Berlin bekam als Professor, gab es hier einen kleinen Aufstand von Menschen, die seine Haltung zu progressiv fanden. Das war, ich glaube, 1882 oder 1888 ist er berufen worden. Das ging durch alle Schichten bis hin zum Kanzler, zu Bismarck und zum Kaiser, die sich für Harnack eingesetzt hatten. Der Kaiser mit dem berühmten Satz, ich will keine Mucker. Also er wollte doch schon jemanden, der auch mal eine eigene Position hat, die eine andere ist als die der Kirche. Und von Seiten der Kirche ist es mit großer Skepsis begleitet worden, weil er sich auch immer kirchenkritisch geäußert hat. Dann ist er also, hier hatte er seinen Ruf bekommen, aber es wurde eine sogenannte, ich glaube, das nannte sich auch so, Strafprofessur eingerichtet, also eine Gegenprofessur, wo jemand installiert wurde, der ganz dezidiert eine andere Haltung hatte, als nämlich kirchennäher, als Harnack. So, und so ist er hier aufgetreten. Das war der Vorlauf und dann kam es zu seinem Werk Das Wesen des Christentums. Er versucht darin sozusagen, also er hat vier Negativfolien, das finde ich erklärt es ganz gut, dieses Werk. Er will es sozusagen absetzen vom Judentum der damaligen Zeit. Es sind damals Bücher von Johannes Weiß und anderen erschienen, die versucht haben, das, was Jesus gesagt und getan hat, besser zu verstehen im Lichte der jüdischen Religion der Zeit. Und davon weicht er dezidiert ab und betrachtet sozusagen das Evangelium oder das Evangelium des Evangeliums, den innersten Kern, den er für wichtig hält, als etwas, was eben gerade nicht aus dem Judentum heraus zu erklären ist. Er grenzt das Ganze ab von den späteren Einflüssen der griechischen Philosophie, wo er meinte, das ist alles nachträglich hineingekommen ins Evangelium, auch was die frühen Konzile entschieden haben und entwickelt haben, den Gedanken der Christologie, also dass Jesus Gott und Menschen gleicherweise ist und den Gedanken der Trinität, da meinte er auch, das ist alles späterhin hineingetragen, davon will er es befreien. Und eine weitere Negativfolie sind die späteren Lehrentwicklung der Kirchen und die überhaupt die Kirchen, wie sie sich entwickelt haben als Institutionen. Und darum sind auch scharfe Abgrenzungen gegenüber der katholischen Kirche, teilweise sehr polemisch in diesem Buch zu finden, gegenüber der orthodoxen Kirche, den Ostkirchen, wie er sagt, und aber auch gegenüber der protestantischen Kirche, die zwar einen guten Ansatz hat, wie er feststellt, aber dann später dadurch in ihrer institutionellen Entwicklung immer näher herangerutscht ist an die katholische Kirche und darum in seinen Augen auch nicht bestehen kann. Er macht diese ganze Operation, dieses Freilegen mit dem Ziel, weil er meint, da, wenn wir das Wichtigste, das, was Jesus gesagt hat, rausfiltern können, dann müsste das genau das sein, was der Mensch direkt versteht, ohne weitere Vermittlung. Weil der Mensch hat sich nicht groß verändert. Die Wissenschaft hat sich entwickelt, aber die Seele des Menschen ist über die Jahrhunderte gleich geblieben. Und darum müsste das, was damals funktioniert haben, wenn man es gut herauskristallisiert, auch heute, also heute heißt 1900, für die Menschen funktionieren. Nämlich eine Empfindung dafür, was Jesus Tolles gemacht und gesagt hat. Es gibt so ein paar interessante Sätze, die immer wieder zitiert werden, wenn von diesem Werk die Rede ist, die das auch ganz gut auf den Punkt bringen. Zum Beispiel hat er gesagt, nicht der Sohn, sondern allein der Vater gehört in das Evangelium, wie es Jesus verkündigt hat. Also alles, was man über Jesus sagen kann, wird Jesus nicht selbst gesagt haben. So könnte man es auf eine Kurzformel bringen, sondern wenn Jesus gesprochen hat, hat er über Gott den Vater gesprochen. Das ist ein Punkt, da setzt insbesondere natürlich dann auch die Kritik an von Leo Beck. Leo Beck hat das Werk gelesen, hat sich damit auseinandergesetzt und hat dann versucht, sozusagen das oder überhaupt das, dieses Werk von Harnack, diese Vorlesung, war ein Anlass für Leo Beck,
weil es ja in Konfrontation und Abgrenzung zum Judentum geschrieben wurde, überhaupt nochmal darüber nachzudenken, was ist eigentlich das Wesen des Judentums und da einen Aufschlag zu machen. Und er hat auf diese Weise auch versucht, das Evangelium wieder zurückzuführen in seine jüdische Umwelt, wo es ja auch entstanden ist. Und er hat da den Spitzensatz dagegen gesetzt. Moment, den werden Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, den habe ich mir hier notiert. Leo Beck sagt, was sagt er? Also, man kann das Evangelium nicht verstehen, wenn man nicht den jüdischen Hintergrund kennt. Das sind meine Worte, aber das ist der Inhalt. Er kritisiert das Buch von Harnack noch an einer anderen Stelle. Er meint, dass es nicht historisch ist, wenn man versucht, das Wesen einer Erscheinung zu ergründen. Und wenn man dann was gefunden hat, denkt, dieses ist es jetzt und das ist unveränderlich. Sondern auch das, was man da entdeckt hat, ist von der Zeit gefärbt und von dem, der es versucht hat zu finden. Und so sagt er dann, sein Fazit, Harnack habe die einfachsten Prinzipien der historischen Wissenschaft nicht verstanden. Er habe sich selbst mit Jesus verwechselt. Es ist Herrn Harnacks religiöses Bekenntnis, das uns dargestellt wird. Und jedermann wird ihn deshalb achten. Aber deshalb Herrn Harnacks Religion auch für die Religion Jesu erklären zu wollen, das ist nicht geschichtlich, weil jede Wesensbestimmung ist geschichtlich relativ. Ja. Soweit eine kleine Hinführung zu diesem Werk. Ich werde mal ein paar Sachen vorlesen, damit man so ein Gefühl für die Sprache der Zeit, aber auch die Sprache Harnacks bekommt. So, ich fange mit der ersten Vorlesung und den ersten Sätzen an. Lese mal ein längeres Stück, dann kriegt man so ein Gefühl für die Tonlage und die zieht sich dann auch durch die weiteren Vorlesungen. Der große Philosoph des Positivismus, John Stuart Mill, hat einmal gesagt, die Menschheit könne nicht oft genug daran erinnert werden, dass es einst einen Mann namens Sokrates gegeben hat. Er hat recht. Aber wichtiger ist es, die Menschheit immer wieder daran zu erinnern, dass einst ein Mann namens Jesus Christus in ihrer Mitte gestanden hat. Von Jugend auf ist uns freilich diese Tatsache nahegebracht worden. Aber man kann leider nicht sagen, dass der öffentliche Unterricht in unserem Zeitalter geeignet ist, uns das Bild Jesu Christi auch nach der Schulzeit und für das ganze Leben eindrucksvoll und als einen unveräußerlichen Besitz zu erhalten. Also, ihm war es wichtig, also er meint, er hatte nicht viel Zutrauen in die Art und Weise, wie Katechismusunterricht oder Religionsunterricht damals lief. Ihm war es wichtig, dass man, wenn man von Jesus erzählt, einen Eindruck hinterlässt, dass der Mensch ein Leben lang davon zehren kann. Wächst das Verlangen, mehr und Sicheres von ihm zu wissen, und begehrt einer zuverlässige Kunde darüber, wer Jesus Christus gewesen sei und wie seine Botschaft wirklich gelautet hat, so sieht er sich alsbald, wenn er die Tagesliteratur befragt, von widerspruchsvollen Stimmen umschwirrt. Er hört solche, die behaupten, das ursprüngliche Christentum habe dem Buddhismus nahegestanden. Und es wird ihm demgemäß gesagt, dass sich in der Weltflucht und dem Pessimismus das Erhabene dieser Religion und ihre Tiefe offenbare. Andere versichern ihm dagegen, dass das Christentum eine optimistische Religion sei und lediglich als eine höhere Entwicklungsstufe des Judentums aufgefasst werden müsse. Auch sie meinen damit, etwas sehr Tiefes ausgesprochen zu haben. Wieder andere behaupten umgekehrt, das Jüdische sei von dem Evangelium abgetan worden. Dieses selbst aber sei unter geheimnisvoll wirkenden griechischen Einflüssen entstanden und sei als eine Blüte am Baum des Hellenismus zu begreifen. Religionsphilosophen treten auf und erklären, die Metaphysik, die sich aus dem Evangelium entwickelt habe, sei sein eigentlicher Kern und die Enthüllung seines Geheimnisses. Aber andere antworten ihnen, das Evangelium habe gar nichts mit Philosophie zu schaffen, sondern sei der empfindenden und leidenden Menschheit gebracht. Die Philosophie sei nur aufgedrängt worden.
Endlich treten die Allerneuesten auf den Plan und versichern uns, Religions-, Sitten-, Philosophiegeschichte seien überhaupt nur Hülle und Aufputz. Hinter ihnen liege zu allen Zeiten die Wirtschaftsgeschichte als das allein wirklich und Treibende. So sei auch das Christentum ursprünglich nichts anderes als eine soziale Bewegung und Christus ein sozialer Erlöser, der Erlöser der schmachtenden unteren Klassen gewesen. Also selbst von der Wirtschaftsgeschichte grenzt er sich ab. Ist auch interessant. Aber alles in allem genommen ist doch der Eindruck, den man aus diesen widersprechenden Urteilen gewinnt, ein niederschlagender. Die Verwirrung scheint hoffnungslos. Wem kann man es da verdenken, wenn er nach eigenen Versuchen, sich zu orientieren, die Sache aufgibt? Vielleicht fügt ihr noch hinzu, dass im Grunde die Frage doch eine gleichgültige sei. Was geht uns eine Geschichte, was geht uns eine Person an, die vor 1900 Jahren gelebt hat? Ja, auf diese Frage will er antworten, indem er den Kern des Evangeliums herausarbeitet und er findet ihn zusammengefasst in drei zentralen Punkten. Für Adolf von Harnack ist der Kern der Verkündigung Jesu in ihren Grundzügen erstens das Reich Gottes und sein Kommen, zweitens Gott der Vater und der unendliche Wert der Menschenseele, drittens die bessere Gerechtigkeit und das Gebot der Liebe. Darin ist die Größe und Kraft der Predigt Jesu beschlossen, in diesen drei Aussagen, die sich besonders entfaltet finden in den Gleichnissen Jesu. Also die sind für ihn die zentralen Bezugspunkte seiner Vorlesung und seiner Aussagen. Um mal auszuführen, wie er da rangeht, also es ist nicht so, dass er sich jetzt mit den biblischen Texten vertieft, sondern es ist eher so, dass er mit seinen Gedanken immer so ein bisschen drüber hinweg geht. Und um das zu illustrieren, habe ich mal rausgesucht, wie er den Satz Gott der Vater und der unendliche Wert der Menschenseele, wie er das interpretiert. Wer zu dem Wesen, das Himmel und Erde regiert, mein Vater sagen darf, der ist damit über Himmel und Erde erhoben und hat selbst einen Wert, der höher ist als das Gefüge der Welt. Jesus Christus ruft jeder armen Seele, er ruft allen, die Menschen Antlitz tragen, zu: Ihr seid Kinder des lebendigen Gottes. Und nicht nur besser als viele Sperlinge, sondern wertvoller als die ganze Welt. Durch Jesus Christus ist der Wert jeder einzelnen Menschenseele in Erscheinung getreten und gerufen worden. Nochmal ein kleines Zitat zu dem, was ich vorhin sagte, dass er findet, dass Fortschritt zwar wichtig ist, dass aber die Seele des Menschen sich nicht verändert hat und für dieses Evangelium immer noch ansprechbar ist. Er sagt, was heute ein Fortschritt ist, dessen wir uns freuen, wird morgen etwas Mechanisches, das uns kalt lässt. Der tiefer fühlende Mensch nimmt dankbar entgegen, was ihm die fortschreitende Entwicklung der Dinge bringt. Aber er weiß auch, dass seine innere Situation, die Fragen, die ihn bewegen, die Grundverhältnisse, in denen er steht, nicht wesentlich, ja kaum unwesentlich durch das alles geändert wird. Sie werden nicht verändert, sagt er. So, jetzt nochmal eine Unterfütterung zu seiner polemischen Kirchenkritik. Jede Kirche stellt sich aber auch als eine Kultusanstalt dar, in welcher Gott nach einem feierlichen Ritual verehrt wird. Charakteristisch tritt in dieser Kultusanstalt bereits der Unterschied von Priestern und Laien hervor. Gewisse gottesdienstliche Akte kann überhaupt nur der Priester vollziehen. Seine Vermittlung ist notwendig. Aber überhaupt, nur durch Vermittlung soll man sich Gott nahen, durch Vermittlung der rechten Lehre, der rechten Ordnung, eines heiligen Buches. Der lebendige Glaube scheint sich in ein zu glaubendes Bekenntnis verwandelt zu haben. Die Hingabe an Christus in Christologie, die brennende Hoffnung auf das Reich in Unsterblichkeitslehre, die Prophetie in gelehrter Exegese, die Geistesträger
in Kleriker, die Brüder in Laien, die Wunder in Nichts oder in Priesterkunststücke, die heißen Gebete in feierlichen Hymnen und Litaneien, der Geist in Recht und Zwang. So sieht er die Verwandlung, die er nicht gutheißt. Dabei stehen die einzelnen Christen mitten im weltlichen Leben und die brennendste Frage lautet, wie viel von diesem Leben darf man mitmachen, ohne seinen Christenstand einzubüßen? In 120 Jahren hat sich dieser ungeheure Wandel vollzogen. Wir fragen ernstlich, wie ist das geworden? Hat sich das Evangelium unter diesem Wechsel der Dinge zu behaupten vermocht? Und wie hat es sich behauptet? Also seine Antwort, es hat sich zu behaupten vermocht. In den Gleichniserzählungen und in dem Evangelium Jesu, wie er es versteht. Nochmal ein bisschen Polemik, die für die Auseinandersetzung damals auch eine große Rolle gespielt haben. Das Evangelium sagt, Christi Reich ist nicht von dieser Welt. Diese Kirche, die katholische Kirche aber, hat ein irdisches Reich aufgerichtet. Christus verlangt, dass seine Diener nicht herrschen, sondern dienen. Diese Priester aber regieren die Welt. Christus führt seine Jünger aus der politischen und der zeremoniösen Religion heraus und stellt jeden vor das Angesicht Gottes, Gott und die Seele und ihr Gott. Hier dagegen wird der Mensch mit unzerreißbaren Ketten an ein irdisches Institut gebunden und soll gehorchen. Dann erst mag er sich Gott nahen. Einst haben die römischen Christen ihr Blut vergossen, weil sie dem Cäsar die Anbetung verweigerten. Heute beten sie zwar einen irdischen Herrscher nicht geradezu an, aber sie haben ihre Seelen dem Machtgebot des römischen Papstkönigs unterworfen. Also eine sehr stark zugespitzte Polemik, vielleicht noch sagen wir, ein Aufflackern des Kulturkampfes in Preußen. Eine Polemik, die natürlich in keinster Weise heute noch in dieser Weise formuliert werden könnte, in dieser drastischen Zuspitzung. Und wie gesagt, er nimmt seine eigene, die protestantische Kirche, gar nicht aus, was auch dazu führte, dass er, obwohl er ein anerkannter Professor war, hatte er keine Befugnisse, Kandidaten für das Pfarramt von Seiten der Kirche zu prüfen. Das war der Kirche zu heikel. Mein letztes Zitat ist sozusagen der Abschluss dieses Buches und dann können wir gleich ins Gespräch kommen. Er endet mit folgenden Sätzen. Meine Herren, also es waren wahrscheinlich nur Herren in der Vorlesung, so ändern sich die Zeiten zum Glück. Meine Herren, die Religion, nämlich die Gottes- und Nächstenliebe ist es, die dem Leben einen Sinn gibt. Die Wissenschaft vermag das nicht. Dass ich einmal von meiner eigenen Erfahrung spreche, als einer, der sich 30 Jahre um diese Dinge ernsthaft bemüht hat. Es ist eine herrliche Sache um die reine Wissenschaft und wehe dem, der sie geringschätzt oder den Sinn für die Erkenntnis in sich abstumpft. Aber auf die Fragen nach dem Woher, Wohin und Wozu gibt die Wissenschaft heute so wenig eine Antwort wie vor 2.000 oder 3.000 Jahren. Wohl belehrt sie uns über Tatsächliches, deckt Widersprüche auf, verkettet Erscheinungen und berichtigt die Täuschung unserer Sinne und Vorstellungen. Aber wo und wie die Kurve der Welt und die Kurve unseres eigenen Lebens beginnt, jene Kurve, von der sie uns nur ein Stück zeigt, und wohin diese Kurve führt, darüber belehrt uns die Wissenschaft nicht. Ja, soweit Harnack im Originalton. Und wir können gleich darüber reden, über diese Vorlesung, über dieses Buch. Ich will noch mal dieses hinzunehmen, bevor ich das Wort an Osman gebe, weil hier ist ein Aufsatz drin, der setzt sich damit auseinander, was das bedeutet, wenn man sich mit so einem Werk beschäftigt für den interreligiösen Dialog heute. Und ich finde es ganz schön, weil er zu der Erkenntnis kommt, dass sich das Wesen des Christentums natürlich auch in besonderer Weise spiegelt in der Wahrnehmung der anderen Religionen. Und wenn man da mal hinhört und die anderen Religionen befragt, was ist denn für euch das Wesentliche des Christentums?
dann kommen immer ganz stark die, was ja auch naheliegend ist, die Differenzerfahrung zum Tragen. Also das, was man als stärksten Unterschied empfindet, das wird dann als das Wesentliche betrachtet. Und im Lichte dieses Spiegels kann man dann selbst nochmal gut reflektieren, ob das, was sozusagen du als Imam, als das Wesentliche am Christentum betrachten würdest, ob das auch für Christen das Wesentlichste ist oder ob es da Abweichungen gibt. Also ich finde, mit dieser Blickrichtung kommt man da zu sehr interessanten Dialogformen und Debatten. Die größte Differenz des Christentums zum Buddhismus ist ja für die Buddhisten ist der Punkt, dass wir einen personalisierten Gottesglauben pflegen. Und die größte Differenz zum Islam ist die Frage der Trinität. Und so wird es zumindest hier in diesem Aufsatz beschrieben. Und bevor ich jetzt hier, also genau, und mich würde interessieren, wie das für dich ist, Osman, wie du das betrachtest, wie ist dein Blick auf das Wesentliche, das Zentrum des Christentums aus islamischer Perspektive? Gut, danke, dass du mir jetzt den Ball zugespielt hast, aber ich danke vorher nochmal an dieser Stelle für diesen wunderbaren Einblick in das Wirken und das Leben auch von Adolf von Harnack, der mir bis eigentlich auch nicht so wirklich ein Begriff war. Aber ich finde es ganz interessant tatsächlich, wie er auch ein Kind seiner Zeit sich eben auch durch die Einflüsse schon beginnen mit der Renaissance wahrscheinlich und diesem Aufkommen des Positivismus, der Auseinandersetzung mit der Wissenschaft und da diese Spannung, die das natürlich aufgeworfen hat in Beziehung zur Religion, wie er da so nochmal versucht, glaube ich, so habe ich den Eindruck, zurück zu den Ursprüngen und das Wesen in der eigentlichen Schrift und der Botschaft, die darin enthalten ist, nochmal herauszukristallisieren und das auch nochmal in Beziehung zu setzen oder im Kontext des Menschen, der sich in Wirklichkeit eben nicht wirklich verändert oder das Wesen des Menschen. Das fand ich ganz interessant. Und man könnte, ich habe auch gleich so den Gedanken natürlich gehabt, dass es auch in der islamischen Welt genauso, auch in verschiedenen Orten, in verschiedenen Kontexten natürlich auch genauso Menschen und Gelehrte gegeben hat, die sich auch mit selbigen Fragen natürlich konfrontiert sahen und auch Antworten suchten und dementsprechend auch die Heilige Schrift des Islams auch versuchten, dementsprechend zeitgemäß zu erklären, den Menschen nahe zu bringen und so weiter. Und nochmal zu deiner Frage oder inwieweit auch ich mich, so habe ich das verstanden, also im interreligiösen Dialog, in dem wir uns ja auch befinden, mit unserem gemeinsamen Projekt, dem House of One, aber auch darüber hinaus, ist das für mich immer ein persönlicher Mehrwert, würde ich sagen, einfach mal über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen, auch zu denken und auch zu fühlen. Also auch die Gefühlswelt des anderen, Anführungsstrichen, quasi wahrzunehmen und die Glaubenswelt des anderen. Und das im Kontrast zu meiner eigenen. Also, und das ist eigentlich immer für mich ein sehr spannender Moment, auch der meinen eigenen Erfahrungshorizont, finde ich, auch weitet. Und in dem Kontext empfinde ich das Christentum, wenn man von dem Christentum sprechen kann, natürlich auch oder mit Menschen christlichen Glaubens, denen ich begegnet bin bis heute oder auch mit denen ich zu tun habe, als einen Glauben, der ihnen, wo ganz stark verankert ein gewisses Vertrauen auch drin steckt, würde ich sagen. Also ein Vertrauen an das Dasein Gottes, an den Geist Gottes, der sie allgegenwärtig irgendwie umgibt und verbunden natürlich auch mit dem Wort der Liebe, die auch ein ganz stark, finde ich, im Christentum sich sehr stark wieder findet, im Kontext auch der Nächstenliebe und den Mitmenschen gegenüber oder auch der Umwelt gegenüber. Stichwort Schöpfungstheologie. Mhm.
Also das sind so alles Gedanken, die mir da in dem Kontext einfallen. Und ja, aber vielleicht nochmal zurückkommen zu Harnack. Weil ich habe mich auch nur ganz kurz tatsächlich mit ihm so befassen können heute. Aber irgendwo bin ich gestolpert auch über bei einem Gespräch, was ich an der Stelle auch empfehlen kann. Das, was aufgezeichnet ist über 1,5 Stunden in YouTube von der Staatsbibliothek Berlin. Und da ist unter anderem auch der Wolfgang Huber im Gespräch, der ehemalige Bischof Berlins. Und der sagte nochmal, oder der hob nochmal Harnack hervor, auch mit den Worten Dietrich Bonhoeffers. Das fand ich ganz interessant, denn Bonhoeffer hat ihn so geschildert oder gesagt, dass für Harnack Wahrheit nur in der Freiheit gefunden und gelehrt werden könne. Und diesen Kontext oder diesen Aspekt fand ich nochmal so bemerkenswert, dass für Bonhoeffer selbstverständlich Freiheit, der Begriff Freiheit ganz essentiell natürlich war, aber auch, dass er Harnack so gelesen hat. Bist du auch darauf mal gestoßen, auf den Begriff der Freiheit bei dem, was du mit über Harnack gelesen hast? Also nicht direkt, aber ich weiß, dass ihm, also der Wahrheitsbegriff spielt eine große Rolle und die Freiheit der Wissenschaft. Vielleicht berührte sich es an dem Punkt. Also für ihn war es ganz essentiell, dass die Wissenschaft frei sein muss und dass das, was mit wissenschaftlichen Methoden erarbeitet wird, auch Wahrheit darstellt. Das ist für Harnack ganz zentral. Er hat sich da wirklich als Historiker verstanden, mehr als Theologe, der nach wissenschaftlichen Methoden arbeitet. Und hat darum ja auch, ohne das leider genau zu bestimmen, den Glauben da so ein bisschen rausgenommen, indem er das sozusagen aufs Innere verlegt und auf die Seele des Einzelnen. Also er hat sozusagen, um das zu schützen vor wissenschaftlicher Vereinnahmung oder vielleicht auch davor, es wegzuerklären, hat er es so ein bisschen rausgezogen, so wie es in diesem Buch ja auch anklingt. Ja, er erläutert das nicht weiter. Er macht es nicht so präzise wie Schleiermacher, der sagt, das ist das Gefühl der unendlichen Abhängigkeit oder so. Das macht er nicht, aber er ist da so ein bisschen diffuser. Aber es ist deutlich, für ihn gibt es die Wahrheit der Wissenschaft und dann gibt es für ihn die Wahrheit der Seele des Einzelnen. Da verortet er den Glauben. Und mit dem Glauben geht ja auch immer eigentlich einher auch eine gewisse Tatkraft. Ich glaube, das sagt er auch, das habe ich auch aus dem Gespräch herausgehört, denn er sagt dann auch irgendwo oder bekräftigt nochmal die Perspektive, dass am Anfang zwar das Wort war, aber es auf tatkräftiges Handeln ankomme des Menschen. Ja. Oder so hebt ihn Herr Huber nochmal so hervor, fand ich auch ganz bemerkenswert. Das tatkräftige Handeln ist auch ebenso entscheidend im Kontext des Glaubens. Also Glauben, ja, absolut. Glauben ohne Handeln ist dementsprechend und dementsprechend auch so sein Engagement für das Soziale ist, genau. Kann man auch daraus lesen, glaube ich. Also es hat er für sich selbst gelten lassen. Er hat sich ja sehr engagiert auf allen möglichen Gebieten, nicht nur im Bereich der Wissenschaft, ja, sondern auch bei dem Sozialkongress, ich glaube. Evangelischer Sozialkongress. Genau, da war er engagiert. Der ist natürlich umstritten, weil der hatte antisemitische Ausprägung teilweise, auch gerade über den damaligen Chef, Stöcker hieß er, glaube ich. Aber trotzdem hat er sich engagiert, weil er die soziale Frage wichtig fand. Und er hat auch hier in diesem Buch Wesen des Christentums ganz stark gemacht, dass was für ihn das bei Jesus zusammenfällt, dass das, was er sagt, dass er das auch tut. Also das war ihm da auch nochmal als Vorgabe im Leben Jesu deutlich, dass es wichtig ist und zusammengehört. Vielleicht bevor ich nochmal das Wort auch an das Publikum weiterreiche, würde mich nochmal interessieren, weil du hast es ja schon angeschnitten oder angesprochen, dass er auch dass er so eine gewisse Polemik gegenüber dem Judentum oder sich abgrenzen vom Judentum und damit wahrscheinlich auch ein gewisser Antisemitismus, den er vielleicht aufgegriffen hat, kann man davon reden? Ich weiß es nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Die lässt sich nicht so leicht beantworten. Ich habe einen ziemlich aktuellen Aufsatz gelesen und der endete mit dem Fazit, also man findet Pro und Contra in seinem Leben und in seinen Schriften und um da sich ein Urteil erlauben zu können, abschließend müsste man weitere Quellenstudien betreiben.
Er hat sich hier in diesem Werk natürlich stark abgegrenzt und hat sozusagen das Judentum der Zeit, was man darüber wusste, der Zeit Jesu, als Negativfolie benutzt und hat dadurch einem gewissen Antijudaismus Vorschub geleistet, das muss man sagen. Er hat aber dann in seinem Handeln sich auch abgegrenzt von so rassistischem Antisemitismus. Ganz bewusst hat dagegen sich entschieden oder hat sich dann auch aus diesem Sozialkongress und von Stöcker abgesetzt, weil eben dieser rassistische Antisemitismus dort gepflegt wurde. Also da, ja, und er hat sich auch nicht in diesem Sinne geäußert. Aber er hat eben immer diese Abgrenzungsfuror so groß gemacht, dass spätere Antisemiten, echte Antisemiten, sich auch auf ihn berufen haben. Okay. So würde ich sagen. Ja. Verstehe. Aber in dem Kontext nochmal, hat er sich auch irgendwie geäußert zum Muslimen und Muslimen oder zum Islam? Nee, also, da wüsste ich jetzt nicht. Ist mir jetzt nichts präsent. Man muss überhaupt sagen, er war ja sehr überzeugt davon, dass das trotz aller wissenschaftlichen Neuerungen und Entwicklungen, dass auch die Religion, also da ist im Hintergrund immer doch dieser hegelische Entwicklungsgedanke, dass das sozusagen die Krone der religiösen Entwicklung schon das Christentum ist. Und darum hat er sich, glaube ich, damit auch nicht weiter befasst. Okay. Ja, zumal islamisches Leben natürlich in Berlin auch noch nicht so gab es natürlich schon. Du weißt, du hast ja darüber mal einen Vortrag gehalten. Ne? Genau, wir hatten mal vor einigen Jahren noch eine Tagung dazu, zu islamisches Leben in Berlin. Von daher weiß ich, dass die älteste Moschee, nicht Berlins, aber in Wünsdorf noch, also in Brandenburg, geht zurück auf das Jahr 1914. Und die älteste Moschee Berlins oder Deutschlands ist, die noch beständige ist, die Wilmersdorfer Moschee in Wilmersdorf oder Berliner Moschee 1923. Also von daher ist islamisches Leben oder muslimisches Leben tatsächlich etwas, womit er wahrscheinlich weniger auch natürlich Berührung hatte. Ja, absolut. Was man auch sagen muss, auch mit dem jüdischen Leben hatte er keine Berührung und hat sie auch nicht gesucht. Es spielte einfach für ihn gar keine Rolle. Also diese Bedeutung, wenn man heute darüber spricht, die das Wesen des Judentums von Leo Beck als Antwort hat, er hat es gar nicht zur Kenntnis genommen, also damals. Das spielte keine Rolle. Es war nicht bedeutsam genug in seinem Wissenschaftshorizont. Dass es so bedeutsam ist, hat mit späteren Entwicklungen zu tun. Verstehe. Gut. Okay, soweit erstmal. Obwohl, ich würde da noch einen Punkt ergänzen, bevor wir dann das Publikum fragen können, ja. oder Meinungen äußern. Er hat sich sozusagen abgegrenzt von dem Judentum der Zeit, so wie er es verstanden hat, und damit ja auch von dem Judentum, wie es damals in Deutschland gelebt wurde. Aber das, was er gemacht hat, diese Konzentration auf das, wo er denkt, das ist der Kern des Christentums, was er da rausgeschält hat, das ist das Interessante und das Paradoxe. Er hat damit erreicht, dass er sozusagen ein Jesus und ein Kernevangelium beschrieben hat, was vollkommen anschlussfähig ist für jüdische Menschen, damals wie heute, weil er alles weggenommen hat, was an späteren Entwicklungen dazugekommen ist und was dem im Wege steht, die Trinität, die Christologie und so. Also das ist eine sehr interessante Wirkung, die er nicht beabsichtigt hat. Okay, ja, das wollte ich eigentlich auch noch mal kurz gerade noch mal hervorheben, weil du sagtest, es ist die Befreiung von der Trinität, das hat ja so ein bisschen, genau, das ist gefallen. Von späteren kirchlichen Dogmen, also Überlegungen, Gedanken, das ist für ihn nachrangig, das ist später dazugekommen und das kritisiert er. Und das ist ja auch etwas, was Juden und Muslime auch gemein haben, also gemeinsam, absolut, womit sich beide Seiten natürlich schwer tun. Also, na klar. Da steht dem gegenüber der Ein-Gott-Glaube in seiner reinsten Form quasi, steht da mehr im Vordergrund, insofern ist es tatsächlich auch nochmal interessant zu hören, dass es auch solche Stimmen auch gab in dieser Zeit. Okay, gut, mit Blick auf die Zeit, aber auch öffnen wir gerne nochmal für Sie oder geben Ihnen nochmal gerne die Möglichkeit, auch hier anzuschließen, sich dem Gespräch. Also ich sage nochmal, damit niemand verunsichert ist, also man ist, nur wir sind zu sehen, aber man kann Fragen stellen und die Fragen sind zu hören, aber man wird nicht gefilmt dabei. Weil wenn Leute das sehen, hören sie dann wenigstens die Fragen, aber man kann da frei, ohne dass man gefilmt wird. Genau, und für die noch später zugekommen sind, also wenn man bitte ins Mikrofon reinsprechen.
wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung haben. Es müssen auch nicht nur Fragen sein, es kann auch eine Meinung sein dazu, zu diesem Buch oder eine Ergänzung, was vielleicht, wenn es jemand gelesen hat, was vielleicht noch nicht Thema war oder ja, bitte. Ich hätte gerne zwei Fragen gestellt. Die erste Frage basiert auf dem, was wir beim letzten Mal gehört haben und heute. Jede Religion sieht sich als die höherwertige an. So habe ich beim letzten Mal auch Leo Bezzo verstanden, ja, als die Vorbildreligion in der Welt. Und bei Hanach sieht es ja ähnlich aus. Jetzt meine Frage aber, wie positioniert sich Hanach gegenüber der orthodoxen und katholischen Kirche innerhalb des Christentums? Und eine zweite Frage ist die, wer ist Christ? Mit der Taufe bist du ja zugehörig zur christlichen Gemeinschaft. Aber selbst wenn man auf die Kernaussagen von Hanach kommt, bin ich doch da längst kein Christ. Erfülle ich noch längst nicht, ja, die Ideale, die ich zu erfüllen habe, als Diener Gottes? Spannende Frage. Na, denn mit dem Christentitel schmücken sich viele. Wir hatten auch in der Marienkirche ja, einen Hort der deutschen Christen. Wenn wir uns an unsere Kirchengeschichte erinnern. Entschuldigung, das war ein bisschen lang. Genau. Gibt es noch eine weitere an der Stelle oder willst du das erstmal aufgreifen? Ich würde es erstmal aufgreifen, weil es waren ja zwei Fragen, sonst vergesse ich nachher noch was. Also die erste Frage war, also es ist nicht verwunderlich, dass wenn jemand auf seine eigene Religion blickt, dass er die für sehr wichtig und überzeugend hält, weil sonst wäre er ja nicht Anhänger dieser Religion. Also das trifft sowohl für Beck zu, als auch für Hanach, als auch würde wahrscheinlich auch für mich und Osman zutreffen. Das ist an sich erstmal ja kein Problem. Das Problem entsteht dann, wenn man sozusagen da eine Entwicklungslinie draus zeichnet und andere abwertet. Und das versuchen wir ja beim Haus der Fahnen zu vermeiden. Das ist nicht zu allen Zeiten gelungen, aber heutzutage ist es schon, funktioniert es oft, dass man sozusagen zu seiner Religion steht und auch überzeugt ist von der Glaubenswahrheit, in der man lebt und das Ganze aber macht, ohne andere, die was anderes glauben, abzuwerten. Also das funktioniert. Das konnte man sich zu anderen Zeiten vielleicht nicht vorstellen. Das andere, er ist sehr, sehr harsch und polemisch gegen die katholische und gegen die orthodoxen Kirchen. Es sind für ihn Verirrungen, die sich ganz weit weg bewegt haben vom Evangelium, wie er es versteht. Und es gilt sogar für die protestantische Kirche in ihrer späteren Entwicklung, weil sie immer mehr zu einer Lehr- und Pfarrerkirche und Institution sich entwickelt hat. Also er ist sehr kirchenkritisch in jeder Hinsicht. Er glaubt, dass dieses ganze Gebaren, das Institutionelle, was man sozusagen, alles, was man schafft an Ritualen und Lehrmeinungen, führt dazu, dass der direkte Kontakt, der eigentlich möglich ist zwischen der Seele und Gott, dass der verstellt wird. Und alles, was sich als Vermittlungsagentur aufspielt, ist ihm ein Graus. Die zweite Frage, wer ist ein Christ? Da gibt es natürlich die formale Antwort. Wenn jemand getauft ist, ist er ein Christenmensch. Aber wahrscheinlich gibt es weitergehende Antworten. Wenn jemand einfach Gott vertraut, wenn jemand Christus vertraut und sozusagen sein Leben danach ausrichtet, dann wer soll dann ihm das Christsein absprechen? Ja? Also, der ist dann wohl ein Christ. Und natürlich muss man sich damit auseinandersetzen, wenn Menschen sich auf Christus berufen und am Ende kommt dann was raus, was sozusagen lebensverhindernd, einschränkend ist oder was Leben vernichtet, so wie bei den deutschen Christen, was anderes Leben abwertet, da muss man sich natürlich damit auseinandersetzen und da muss darum gerungen werden. Wenn die deutschen Christen haben sich auch auf die Bibel berufen und da muss man hingehen und sagen, ja, okay, dann lass uns zusammen gucken und
ich sehe das anders und wir müssen darüber diskutieren. Das ist auch heute so. Man kommt da nicht drum rum. Wenn es gibt Gemeinden in den Weiten unserer Landeskirche, aber auch in Deutschland, wo einfach viele Menschen inzwischen in der AfD sind oder mit der AfD sympathisieren. Und es nützt nichts, wenn man darüber hinwegschweigt, sondern man muss darüber diskutieren. Was ist denn für dich christlich, wenn du gleichzeitig hier gegen Flüchtlinge polemisierst, zum Beispiel? Das muss dann diskutiert werden. Ja. Ja, ich habe vielleicht eine Ergänzung. Also Hanak scheint in seiner Zeit nicht alleine gewesen zu sein mit seinen Auffassungen. Also ich lese zur Zeit von Tolstoi Theorie der Kunst. Und da spricht Tolstoi einiges an, was auch bei Hanak anscheinend nach ihren Ausführungen zu finden ist. Gottes Kindschaft, Kritik am Establishment, an der Einschränkung der Kunst bloß für Höhere und Gutverdienende und Wohlhabende, nicht fürs Volk. Dann die Kritik an den Konfessionen, an der Institutionalisierung der Konfessionen. Das findet man auch bei Tolstoi. Und man findet auch etwas, und deswegen, und da möchte ich vielleicht, also Tolstoi gebraucht zum Beispiel, da habe ich gestaunt, 1898 bereits den Begriff der entarteten Kunst. Ja, den wir dann später wiederfinden. Aber er gebraucht ihn in einem anderen Zusammenhang, in einer anderen Darstellung. Nun kann ja deswegen Tolstoi, ich sage das mit Mutwillen so, nicht verantwortlich machen dafür, dass später dieser Begriff anders gebraucht wurde. So, das soweit. Daraus erschließe ich, dass man eigentlich auch Hanak nicht dafür verantwortlich machen kann, wenn andere seine Haltung gegenüber Juden anders verstanden haben oder anders ausgeschlachtet haben. Ja? Das meine ich, kann man nicht. Ich kann auch nicht als Vater das von das Handeln meiner Enkelin oder meiner Tochter, wenn sie erwachsen ist und ausgezogen ist und selbstständig ist, verantwortlich gemacht werden. Ja, das geht nicht. Ja. Ja? So, und na gut, lassen wir das mal. Nee, also da, das sehe ich auch so, da, wenn wir rückblickend ein Urteil fällen über Aussagen und Dinge, die Menschen vor langer Zeit geschrieben haben, dann muss man schon ihren Kontext mit hinzunehmen und kann nicht so tun, als wäre das, was wir heute wissen, schon damals Mainstream gewesen. Da kommt man dann nur zu ungerechten Urteilen. Und Sie haben ganz sicher recht, dass die eines Geistes Kind gewesen sind, Tolstoi und Hanak. Die sind da in vielen Punkten sehr, sehr ähnlich. Tolstoi hat auch dann sich ja sehr abgekämpft an der orthodoxen Kirche und hat eben auch diese Institutionenkritik geteilt und hat sehr viel Wert gelegt auf die direkte, so ähnlich wie Hanak, auf den direkten Zugang des einzelnen Menschen zu Gott und hat es ja auch in seinen Schriften versucht, so zu fassen, in Auferstehung und so, wenn man das mal liest, dann ist es genau das, wo er versucht, in Form eines Romanes die Essenz dessen, was ihm wichtig ist am christlichen Glauben, zu vermitteln, sodass jeder, der lesen kann, das empfindet. Und kleine Nebenbemerkung, was ich sehr, sehr faszinierend finde an Tolstoi, gerade in unserer Zeit, ist sein radikaler Pazifismus. Das wissen leider viel zu wenige. Er ist ein ganz radikaler Pazifist, der für ihn ist das Zentrum des Evangeliums und des Leben Jesu seine Gewaltfreiheit und sein Eintreten für Frieden. Und so weit, dass er dafür sozusagen gestorben ist, um diesen Friedensgedanken für immer in die Welt zu pflanzen. Und das hat er ganz stark gemacht und hat da auch einen großen Briefwechsel mit Gandhi. Und Gandhi ist wahrscheinlich auch beeinflusst worden von den Lehren Tolstois. Er hat da wirklich sehr viel bewirkt und war da sehr intensiv dabei, diesen Gedanken in die Welt zu pflanzen. Und es hat sich eine eigene Kirche gebildet, die Duruboren heißen die. Die gibt es heute noch. Für die ist Tolstoi ein Prophet. Und die leben diesen wirklich radikalen Pazifismus. Und es gibt eine kleine Bevölkerungsgruppe, die so leben, die Duruboren, das sind 3 oder 4 Dörfer in Georgien. Da kann man die besuchen und sehen, wie die leben und was die und wie die das 1:1 umsetzen. Sehr faszinierend, aber Nebengleis. Also, eine ganz kurze Frage noch.
Ich habe jetzt so verstanden, dass das, was Harnack schreibt, das Wesentliche, also oder das Wesen des Christentums, sich vor allem in Gleichnissen ausdrückt und in dem, was Jesus, was gemeint wird oder geschrieben wurde, was Jesus gesagt habe. Meine Frage ist noch die Geschichte über das Leben Jesu, also Passionsgeschichte und auch dieses, ja, Frage des Ostererlebens. Hat es sich dazu geäußert? Ist das ein Teil des Wesentlichen dabei? Also das streitet dann nicht ab, aber er ist da sehr zurückhaltend. Es ist, er lässt es noch stehen, aber es ist für ihn nicht Teil seiner Wesensbeschreibung, nicht des Kerns. Ne? Es ist so ein bisschen abgesetzt. Also den ganz großen Bruch hat er da nicht vollzogen, soweit ich das sehen kann. Aber er ist da sehr zurückhaltend. Also nicht, was die Passion angeht, gar nicht, aber was die Auferstehung angeht. Noch von Ihrer Seite, ja? Ich frage mich, inwieweit das heute noch Sinn macht, über das Wesen des Christentums zu sprechen oder ob man das vielleicht nicht hinter sich lassen sollte, ob es überhaupt möglich ist, also auch in der historischen Forschung, ob da nicht... Oder was es dann bringt, wenn man erörtert hat, oh, dieser Aspekt kommt aus dem Hellenismus oder so, ist ja auch die Frage, was tun wir dann damit, mit dieser Erkenntnis? Das frage ich mich so ein bisschen. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, also bezogen auf dieses Werk eine ganz entscheidende Frage. Oder man kann es auch noch weiterziehen und größer ziehen. Es gibt heutzutage nicht wenige Theologen sagen, das ist eine Frage, die kann man gar nicht beantworten. Es gibt kein Wesen des Christentums, weil es vielgestaltig ist, immer war. Schon in den Schriften ist es angelegt, die Pluralität der verschiedenen Sichtweisen auf Gott. Die sind halt unterschiedlich. Wenn man das Johannesevangelium liest, ist es anders als bei den Synoptikern oder in den Briefen. Und da ist es schon angelegt und es ist bis heute nicht anders. Und jetzt kann man natürlich trotzdem sich hinsetzen und gucken, was ist, trotzdem sind Elemente, die uns verbinden, die wir Glaubenselemente, die wir teilen. Aber man kann es nicht, das kann man machen und es sind sicher immer auch fruchtbare Gespräche, das glaube ich, weil man dadurch ja auch sozusagen eine Art Selbstbetrachtung führt und sich nochmal in anderer Weise fokussiert und damit auseinandersetzt, was für einen persönlich wichtig ist am Glauben. Aber man kann das, was man daraus findet, nicht zu einer Absolutheit erheben. Dann wird es falsch. Und das ist so ein bisschen auch die Gefahr, so, er hatte diesen Habitus, dass das jetzt, das ist es jetzt. Und daraus haben sich auch so viele dran gerieben. Aber die Auseinandersetzung an sich, finde ich, die ist nicht verkehrt. Die wird man auch immer wieder führen müssen. Ja. Man kann auch sagen, die Frage betrifft ja jeden, der glaubt. Was ist seine Glaubensidentität? Dazu muss ich ja was sagen können, wenn ich gefragt werde. Als Christ, genauso wie als Muslim oder als Jude, egal. Oder selbst auch als Atheist und säkularer Mensch muss ich ja dazu was sagen können. Und insofern ist die Frage nicht verkehrt. Bloß man darf sie nicht in den Status einer absoluten Wahrheit erheben, sondern muss erkennen, dass die Wahrheit immer zu zweit ist oder vielleicht auch eine Frage ist. Es gibt hier in unserer Reihe, das passt jetzt ganz gut, wird auch über das Wesen des Christentums, das heißt auch so, von Feuerbach gesprochen werden. Und das ist ja noch viel älter. Es ist ja sozusagen 60 Jahre vor Harnack geschrieben worden. Und da wird es dann nochmal ganz interessant, weil der das Wesen des Christentums besteht ja darin, dass die Illusionen des Menschen projiziert worden sind und sie sich ihren eigenen Gott gebastelt haben. Und das ist eher eine Haltung und eine Meinung, die bis heute ja auch existiert. Also insofern auch eine spannende Auseinandersetzung mit Menschen, die grundsätzliche Probleme mit Religion haben oder die das grundsätzlich hinterfragen, alles, was mit Religion verbunden ist. Aber das ist eine Debatte, die führen wir im April. Okay. Ja, gerne. Also mal eine ganz kurze Frage, eine kurze Frage zu Harnack. Also man kann unterscheiden zwischen Methodik und Inhalt oder Methodik und Aussage. Und innerhalb der wissenschaftlichen Methodik es ist falsch, pauschale Aussagen zu treffen, beziehungsweise nur Gemeinsames, sondern vor allen Dingen auch Unterschiede hervorzuheben. Insofern könnte man wahrscheinlich doch bei Harnack, so kommt mir das jedenfalls vor, eine sehr literarisch orientierte Forschung.
Könnte es sein, dass das damit etwas zusammenhängt, dass ganz einfach aufgrund seiner wissenschaftlichen Arbeit und wissenschaftlichen Herangehensweise es zu diesen Unterscheidungen gekommen ist und auch scharfen Unterscheidungen, zum Beispiel zwischen Judentum und Christentum, zwischen den einzelnen Konfessionen. Und dann habe ich die gleiche Frage an Sie, wie ist das im Islam mit Methodik und Aussage, ja? Aber auch mit wissenschaftlicher Kritik innerhalb der Erforschung des Christentums, aber auch in der rein historischen Forschung ist man da ja ziemlich weit gekommen. Ja, dass man vieles hinterfragt heute und auch weiß, dass manches falsch ist, dass man immer darauf achten soll, auch welcher Autor was geschrieben hat und wo der jeweilige Autor gesessen hat und wie seine sozialen Bedingungen waren, ja, und seine Einbindung innerhalb des Apparates beziehungsweise zum Beispiel des Mönchtums. Ja, wie ist das im Islam? Okay, gerne noch. Blick auf die Zeit. Ja, fang du doch ruhig an. Also, was das anbelangt, würde ich mal sagen, es kommt in der islamischen Tradition, wie mit der Umgang mit Wissenschaft ist durchaus ein anderer als in der christlichen Welt gewesen, historisch gesehen. Also hat die islamische Tradition einen viel umgänglicheren Zugang auch zur Wissenschaft gehabt und weniger Hürden auch gehabt, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen. Also wir sehen schon im 9., 10. Jahrhundert und dann, manche sprechen von einem goldenen Zeitalter, Blütezeit des Islams, wo man sich ganz intensiv mit Wissenschaften, den verschiedensten Disziplinen eben beschäftigt hat. Ich glaube, ein wesentlicher Grund dafür ist gewesen, dass es natürlich nicht, Anführungsstrichen, die Institution Kirche oder die Moschee im Islam gab, sondern man war doch irgendwo freiheitlicher. Also es gab Gelehrtentümer, Bruderschaften und so weiter. Es gab aber auch immer wieder Herrscher, Herrscherinnen weniger, wobei die erste Universität in der islamischen Welt auf eine Frau zurückgeht. Muss man auch wissen. Aber nichtsdestotrotz gab es Herrscher, die die Wissenschaften manchmal mehr gefördert haben, manche wiederum weniger. Genau. Das auf der einen Seite und dann zum anderen auch der Gedanke, Wissenschaft schließt eben nicht aus zu glauben oder der Glaube schließt Wissenschaft nicht aus, denn der islamische Ansatz ist folgender, dass man auf der einen Seite die Heilige Schrift, das Buch Gottes, als Offenbarung erhalten hat, den Koran auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man aber ebenso die zweite Offenbarung Gottes, nämlich den Kosmos, unsere Welt, die Natur, die Schöpfung. Und dieses zweite Buch gilt es ebenso zu lesen und zu verstehen. Genau. Und manche Dinge auch zu hinterfragen, genau, die damit eben einhergehen. Also das ist insofern so der islamische Ansatz. Und deswegen würde ich sagen, ein anderer vielleicht, eine andere Erfahrung. Hingegen, wenn man natürlich in die Gegenwart blickt, kann man das nochmal vielleicht anders deuten. Aber das hat auch wiederum andere Gründe natürlich. Also dass Bildung oder Wissenschaft in der islamischen Welt heute der Stellenwert dessen ein geringerer ist, ist nochmal anders, nochmal ein Thema für sich. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ja, also für Harnack muss man sicher sagen, dass es nebeneinander existieren konnte. Er war ganz überzeugt davon, dass er als Historiker wissenschaftlich Methoden anwendet und arbeitet und hat es ja auch unter Beweis gestellt. Er hat ja eine fulminante Dogmengeschichte, es ist ja sein Hauptwerk geschrieben, wo er sehr historisch kritisch sich mit der Geschichte der christlichen Lehre auseinandersetzt. Er hat ein riesiges Werk geworden, herausgegeben und editiert, die Kirchenväter, also die Schriften der ersten Gelehrten der Kirche, alles nach strengen wissenschaftlichen Methoden. Und dann hat er wiederum versucht, seinen Glauben in die Gesellschaft zu tragen, sodass Menschen unserer Zeit ihn verstehen konnten.
Und so ein bisschen, wo es ein bisschen sich sozusagen überlappt und wo es sich ein bisschen vermischt und dann auch unklar wird, ist eben das Wesen des Christentums. Und wo er da in so einer versucht, in so einer freien, wie er meint, für moderne Menschen verständlichen Sprache über seinen Glauben zu reden, ohne die Wissenschaft zu verleugnen, aber sie sozusagen in Worte zu fassen, die leichter in den Alltag zu integrieren sind. Also da merkt man schon den Unterschied, wenn man das gegen seine anderen rein wissenschaftlichen Werke hält. Okay. Gut. Ich würde sagen, auch mit Blick auf die Zeit würden wir an der Stelle schließen, und ich schließe vielleicht mit einem Wort, das in der islamischen Tradition, weil das Wort Wesen ist hier schon mehrfach genannt worden, und es gibt bei uns in der islamischen Tradition den Spruch, man arafa nafse faqad arafa rabbe. Das bedeutet so viel wie, diejenige, der sich selbst oder seine Seele oder sein Wesen erkannt hat, hat auch Gott erkannt oder erkennt Gott. Also der Weg zu Gott führt erstmal über sich selbst hinaus, über die Selbsterkenntnis. Und ich würde sagen, auch weil das auch nochmal hier gefallen ist in Bezug auf Harnack, dass das Wesen des Menschen eben sich nicht verändert, aber durchaus auch beeinflusst wird und mit Blick auf unsere heutige Zeit, mechanisch, technologisch, weit fortgeschritten, Informationszeitalter, Generation Z, mit dem Handy schon in der Hand, nicht geboren, aber im Kindergarten beginnt es schon. Also auch diese Informationsflut tut der Mensch es sich durchaus manchmal schwer, tatsächlich auch sich selber wiederum zu erkennen und sein eigenes Wesen zu erkennen. Und insofern ist es, glaube ich, ist die Frage des Wesens des Menschen und das Wesen oder die Frage unserer aller Religion und die Suche nach Gott ganz stark verbunden auch mit diesem, mit dem Wesen, mit dem menschlichen Wesen, das heute Religionen, genauso auch Wissenschaftlerinnen, auch natürlich beschäftigt. Also das Bewusstsein, die Frage des Bewusstseins, wo ist es verortet und so weiter und so fort. All das geht natürlich auch einher und spielt in unserer jetzt, in unserer Gegenwart eine große Rolle. Aber vielleicht kommen wir darauf nochmal in einer anderen. Aber ein sehr interessantes Zitat. Jetzt ist klar, das Wesen Gottes wird kein Mensch erkennen können, weil er sein eigenes Wesen nicht erkennen kann, jedenfalls nicht in Absolutheit. Das ist ein schönes Zitat. Ja. Soweit erstmal. Danke, dass Sie da waren. Danke.